Es ist 8 Uhr am Freitagmorgen. Beim Autobauer BMW spielt heute die Musik nicht in den Werken, sondern auf der Straße davor. Seit Mitternacht haben rund 7000 Beschäftigte in München ihre Arbeit niedergelegt. Das komplette BMW-Stammwerk, aber auch alle anderen großen Werke stehen still. An die 7000 Autos können deswegen nicht gebaut werden, so die IG Metall. Es ist der dritte Tag bundesweiter Tagesstreiks, zu denen die Gewerkschaft nach 5 Tarifverhandlungsrunden aufgerufen hat. Sie fordert unter anderem 6% mehr Lohn, ein Recht auf verkürzte Vollzeit und Zuschüsse für Schichtarbeiter, die Kinder betreuen oder Angehörige pflegen. Wir müssen sehr schwer schuften oder arbeiten für unser Geld und können uns trotzdem sehr wenig leisten. Sauer macht mich besonders, dass aktuell die Wirtschaft wirklich boomt. Und dass man sich dann in 1, 2 Verhandlungen nicht einigen kann auf ein vernünftiges Ergebnis. Ich wäre ganz gern nachmittags ein bisschen länger, mehr zu Hause für meine Kinder. Und von dem her fände ich das super für die Nachkommenden, wenn sie die Chance hätten, das auch zu machen. Statt der geforderten 6% Lohnerhöhung bieten die Arbeitgeber 3%. Vor allem streiten sie über die Forderung, die Arbeitszeit von 35 auf 28 Stunden verkürzen zu können, befristet auf 2 Jahre. Diejenigen, die ganz besondere Aufgaben übernehmen, wie ihre Eltern zu pflegen, wichtig, wie sich um ihre Kinder zu kümmern oder gerade die Schichtarbeiter, die jetzt gerade hier auch draußen stehen, die mit ihrer Gesundheit die Arbeit bezahlen, die sollen einen Ausgleich kriegen, wenn sie ihre Arbeit reduzieren. Der Bayerische Metallarbeitgeberverband VBM hat die IG Metall jetzt verklagt. VBM-Hauptgeschäftsführer Bertram Prossart nennt die Streiks unnötig und volkswirtschaftlich schädlich. 20% der Betriebe kämen durch die Lohnerhöhung in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Unterschiedliche Stundenlöhne für die gleiche Arbeit im selben Betrieb seien außerdem grob ungerecht und rechtswidrig. Ich bin persönlich ziemlich angefressen, weil die Arbeitgeber sich dumm und dämlich verdienen. BMW wird bis zu 8 Milliarden netto verdienen und sie geben uns eine tabellenwirksame Erhöhung, die seinesgleichen nicht sucht. Nach Schätzungen des VBM entsteht durch die Warnstreiks bei allen beteiligten Unternehmen ein Schaden von rund 46 Millionen Euro. Diese Zahl könnte steigen, sollte es am kommenden Montag erneut kein Ergebnis geben. Die IG Metall droht jetzt schon mit immer längeren Streiks.